Okay, wir sind jetzt bei Aubi Plus und wir möchten jetzt gerne mit Herrn Köstring, das ist der Geschäftsführer, und mit Herrn Blanke-Wohne aus dem Vertrieb, beziehungsweise er ist Vertriebsleiter, möchten wir natürlich auch gerne nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben unsere kleine Wahrsagerkugel mitgenommen. Und Herr Köstring, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Also, ein Blick in das Jahr 2018. Meinen Sie, es gibt noch die klassische Printanzeige? Ja, die wird es noch geben. Vielleicht nicht mehr in der Form und in der Wichtigkeit wie heute. Aber ich glaube immer noch daran, dass es entscheidend ist, da einen guten Mix zu finden. Denn gerade beim Rekrutieren von Nachwuchskräften, das ist unser Bereich, ist es nicht nur immer der Weg, dass der Bewerber selbst zu einem Angebot kommt, sondern es spielen da auch immer noch die Eltern eine Rolle mit. Insofern behält die Printanzeige sicher immer noch einen Teil des Gewichts. In welcher Form? Da tendiere ich ja dazu, dass der Anteil geringer werden wird, aber gänzlich wegfallen? Nein, klares Nein. Sie arbeiten mit den Kunden direkt zusammen. Merken Sie da irgendwie Veränderungen? Klar, Veränderungen insofern natürlich, dass schon mehr Richtung Online-Präsenz gegangen wird, dass man mehr Stellenausschreibungen online setzt, natürlich darüber auch mit dem neuen Medium auch die Bewerber entsprechend anspricht, die Jungen gerade, und natürlich auch darüber die Bewerber mittlerweile auch mit den Bewerbungen entgegennimmt und auch verwaltet. Durch diese EAS-Systeme, die es gibt, die halt einfach die Möglichkeit bieten, dem Personaler diese kompletten Bewerbungsunterlagen auf dem Online-Weg entgegenzunehmen. Danke. Und wenn wir nochmal einen Blick in unsere kleine Kugel werfen, aktuell ist es ja so, dass Social Media sehr gehypt ist, natürlich auch gerade was das Rekrutieren von jungen Nachwuchskräften, von Auszubildenden anbelangt. Glauben Sie, das ist für 2018 noch aktuell, oder wird diese Social Media doch, also die Blase doch zerplatzen? Nein, die Blase wird nicht zerplatzen, absolut nicht. Das wird absolut das Feld sein, das hat der Blanke-Bohne ja eben gesagt. Natürlich dieser gesamte Bereich, den Zugang über das Internet, über mobile Endgeräte, wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das ist klar, das waren ja auch eben eingangs meine Worte. Nur gänzlich wegfallen, komme zurück, Printbereich wird sicherlich nicht. Social Media wird nach wie vor einen hohen Stellenwert haben, eher wachsend meiner Meinung nach. Da werden auch Personaler, auch mittelständische Unternehmen nicht mehr dran vorbeikommen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Ich darf da mal eine kleine Ergänzung zugeben. Wir spüren immer mehr, dass gerade diese mittleren Unternehmen sich an uns wenden und genau in dem Feld auch Beratungsbedarf haben. Das ist etwas, was sich bei uns ganz klar im Kundengeschäft dort spiegelt. Insofern wird die Entwicklung dort weitergehen. Okay, und wenn wir uns einmal den Bewerber der Zukunft anschauen, wie sieht der perfekte Bewerber, vielleicht die perfekte junge Nachwuchskraft im Jahr 2018 für Sie aus? Ja, das ist gut. Also Kompetenz steht nach wie vor an erster Stelle. Das wird so bleiben. Es wird nicht dahin tendieren, Demografie lässt grüßen. Es wird aber nicht die Schlussfolgerung sein, dass die Betriebe die Anforderungen zurückschrauben werden. Im Gegenteil, die Anforderungen werden zunehmen. Gehen wir mal von aus, dass die Wirtschaftslage in Deutschland so bleibt, beziehungsweise sich weiter positiv entwickelt, wird das eine ganz klare Tendenz sein. Und die Unternehmen werden reagieren. Wir spüren deutlich, dass immer mehr Firmen sich mit dem Gedanken, auch die mittleren, mit dem Gedanken beschäftigen, wenn wir die Kräfte nicht mehr in Deutschland nehmen, tendieren wir auch, sie aus Nachbarländern, europäischen Nachbarländern zu rekrutieren. Deutlich erkennbar. Und auch das Bewusstsein dabei, dass dann soziale Integrationsarbeit auch erforderlich in den Unternehmen. Das heißt, sie werden reagieren, sie werden Möglichkeiten finden, und für den Bewerber Kompetenz, völlig klar, er muss in den Medien auch zu Hause sein, aber unterstreichen kann ich nur immer wieder die Kompetenz. Die Anforderungen werden steigen, sie werden nicht runtergeschraubt werden. Okay. Und wenn wir uns einmal die andere Seite ansehen, also das perfekte Unternehmen der Zukunft, Fachkräfte werden rar, Sie vermitteln vor allem junge Nachwuchskräfte. Was muss ein Unternehmen diesen Leuten bieten, damit auch in 2018 diese Leute noch auf das Unternehmen zukommen?
Das entscheidende Feld ist, dass die Unternehmen bekannt sind. Sie müssen einfach da etwas für tun, dass die jungen Menschen auch wissen, das ist ein attraktiver Arbeitgeber. Bei den Großunternehmen passiert das. Die sind bekannt, die haben ihren Namen. Bei den mittleren Unternehmen, die häufig glänzende Karrierechancen bieten, nur sie sind nicht bekannt, man weiß es zu wenig. Stichwort Employer Branding. Sie müssen einfach dem Feld Nachwuchskräftegewinnung einfach mehr Bedeutung zuwinnen. Das ist das Entscheidende. Sie müssen dort mehr tun. Okay, danke schön. Vielleicht noch eine abschließende Frage an Sie beide. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und einmal unsere Kugel befragen wollen, was glauben Sie, sind Trends vielleicht für die nächsten 5 Jahre? Oder wo glauben Sie, wird aktuell noch Arbeit reingestellt, aber wird floppen? Also bei uns jetzt, das ist aus unserem Tun heraus, sind es 3 Trends, die deutlich erkennbar sein, die unser Handeln im Unternehmen auch kennzeichnen. Es ist zum einen Stichwort Employer Branding, wo wir genau da gefragt werden, dort Instrumente zu bieten hinsichtlich der Arbeitgebermarkenbildung. Der zweite Punkt ist Beratung, dass Unternehmen immer mehr eine Beratung in Anspruch nehmen, um dort strategisch handeln zu können, nicht kurzfristig, sondern über einige Jahre etwas tun zu müssen. Und das ist auch erforderlich, wenn man sich dort verbessern will. Und der dritte Punkt ist Internationalisierung. Ist ein ganz klarer Trend, der sich abzeichnet, wie ich es eben gesagt habe, dass immer mehr der Blick auch in die Nachbarländer gelenkt wird. Okay, danke schön. Herr Blankenbohler, haben Sie vielleicht noch irgendwie eine Idee, wo Sie glauben, das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren? Möchten Sie uns da was verraten? Was nicht mehr funktionieren wird, ist natürlich schwer zu sagen. Ich denke, dass gerade Online-Bewerbungen halt weiter zunimmt, das heißt die postalischen Bewerbungen zurückgehen und dass halt sich auch kleine Unternehmen dann nicht vor verschließen können, zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach nur noch die Bewerbungen per Post an, sondern das merken wir halt jetzt in den letzten 1-2 Jahren auch, dass das sehr stark aufgebrochen ist und dass es wirklich immer mehr auch der Mittelstand und auch kleine Unternehmen schon Bewerbungen per E-Mail annehmen und auch nicht verschlossen sind gegenüber dieses der E-Recruiting-Systeme, um künftig halt darüber auch die Bewerber zu managen und die Bewerberauswahl so durchzuführen. Dankeschön. Herr Köstring, vielleicht noch an Sie eine letzte oder eine Bitte, einen frommen Wunsch für die Zukunft. Haben Sie da einen oder irgendwann noch einen letzten Tipp? Ein frommer Wunsch ist, aber ein Wunsch soll es nicht sein, sondern dass auch viele Unternehmen, die heute noch ein bisschen zögern, auch gerade bei den kleineren, bei den mittleren, die nur eine Chance haben, weiter zu wachsen, indem sie Mitarbeiter finden, junge Mitarbeiter zu finden, dass das Bewusstsein sich immer mehr durchsetzt, denn das wird entscheidend sein für die Lebensfähigkeit dieser Unternehmen. Das wäre ein Wunsch, den ich habe und natürlich verbunden mit einer kleinen geschäftlichen Perspektive auch. Die Hoffnung, dass es dann auch eintreten wird. Ja, super. Vielen Dank, Herr Köstring, Herr Blankenbohne, für das tolle Interview. Ihnen noch gutes Gelingen auf der Messe. Vielen Dank. Dankeschön.